Ich bin auf jeden Fall komplett im Sturzflug plötzlich unterwegs gewesen. Oh Mist, jetzt habe ich hier daneben geschossen. Zack. So, das läuft ja schon mal ganz gut. Dann wollen wir mal ich glaube, die habe ich getroffen. So ein bisschen Aufwind. So. Ah, zwei sind zerstört worden. Hier werde ich mal noch ein bisschen warme Luft tanken. Drei sind zerstört worden. So, dann nochmal Luft tanken. Da einmal richtig hochkommen. Und jetzt? Was haben die denn? Ach, noch weitere Prototypen. Ich kann mich an diese Mission gar nicht erinnern. So, den alten Baum haben wir getroffen. Au! Da hat sie Ferdi Lines auch erwischt. Wow, da haben wir aber fast einen kleinen Dämpfer bekommen. So, da müssen wir jetzt mal beeilen. Na, wer kommt jetzt? Berichtet Cesare davon! Voll umgerannt. Ah, Mist, jetzt müssen wir auf. Passen. Nein, den kriegen wir nicht mehr. Ach, Mist. Jetzt müssen wir alles normal machen, oder haben wir irgendwo einen Zwischenspeicherstand? Wahrscheinlich müssen wir nur den nach den Booten aufhalten. Okay. Jetzt müssen wir uns aber mal beeilen.
Nein, wieso ist er denn weg? Ach, verdammt. Wieso fallen wir denn jetzt? Der Bote ist entkommen. Da müssen wir ein bisschen dann Weg voraus, also ein bisschen weiter vorausschießen. Ah, Mist. Eine alte Ezio. Nein! Ja, ich wollte ein bisschen runter, aber ganz so weit runter dann doch nicht. Ja, sowas kann man doch nicht mal zeigen. So, dann werde ich mal... Halt, wo ist er denn? Ja, wir haben ihn erledigt. Oh, und richtig cool sogar. So mal kurz noch runtergegangen und dann im Vorbeifliegen dann einmal so vom Pferd geschossen. Und natürlich zerstören wir wieder alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Flugmaschine 2.0. Ja, nicht angeschossen werden, haben wir leider nicht geschafft. Aber den Erfolg Rums. Das ist die Mehrzahl von Rum. Es gibt ja weißen Rum und braunen Rum und beide zusammen heißen Rums. Oh, was haben wir denn da? Wir haben da ein... Aber da kommen wir nicht hin. Gebiet noch nicht verfügbar. Ist ja wohl eine Frechheit. Erstmal schön einblenden. Ja, hier können wir nochmal eine kleine Wolfsgeschichte machen. Das Versteck von Romulus, aber... Komm, dann nehmen wir mal hier den Templeragenten. Der bewegt sich wenigstens innerhalb bekannter Parameter. Sag mal, pass doch mal auf, wo du hinläufst. So, wo ist der alte Templeragent? Aber ist echt schön. Also das Spiel sieht wirklich noch gut aus. Vor allem auf, selbst auf Screenshots sieht es noch einigermaßen gut aus. Also nicht einigermaßen, sondern eigentlich noch sehr gut aus. Was bei einigen Spielen ja immer so... Die altern dann, also wenn sie in Bewegung sind, sieht das alles noch ganz gut aus. Aber sobald du dann einen Screenshot hast, denkst du dann so, boah, das sieht aber im Standbild nicht so gut aus. Ne? Aber das ist eins von denen, für die es auch unwahrscheinlich einfach ist, dann gute Thumbnails zu bekommen. Hübsch, hübsch, genau. Ach ja, schöne enge Hose war ja auch mal modern, sowas zu sagen. So. Wo ist er denn? Runter! Er ist doch in der Nähe! Wer? Einer von Borgias Hunden. Wir wollten uns ihnen widersetzen. Er kam zu unserem Haus und schoss mit seiner Hakenbüchse. Meine arme kleine Anna, sie ist... Ich muss zu ihr zurück. Nur ein Schütze? Den überwältige ich leicht. Wie präzise er auch sei. Wenn wir hier bleiben, tötet er uns. Hört, ich laufe zur nächsten Säule, um ihn abzulenken. Ihr flankiert ihn. Caspar Delacroix feuert wahllos von seinem hochgelegenen Aussichtspunkt. Er muss eliminiert werden. Weniger als 45 Sekunden mit der versteckten Klinge. Ja, natürlich. Kriegen wir ja locker hin. Ja, das hat ja super geklappt. So, jetzt ist hier erstmal Schluss. Wo ist er denn? Da ist er!
Na, lauf nicht weg mit deiner Hakenbüchse da. Haben wir das tatsächlich geschafft? Was hat der denn für eine coole Brille auf? Müssen wir gleich mal gucken. Tatsache. Bleich wie die Nacht, aber eine rote Brille auf. Ja, und dann auch nochmal zudrücken und Fingerabdrücke hinterlassen, was Brillenträger ja unwahrscheinlich gerne mögen, wenn irgendjemand Fingerabdrücke auf ihren Brillen hinterlässt. Das ist ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Wenn ihr jemanden kennt, der eine Brille hat, fragt den mal, ob der das in irgendeiner Form und Weise witzig findet. Und die Antwort wird nein sein. Die Antwort wird grundsätzlich immer nein sein. Wo ist denn hier das nächste, der nächste Erinnerungsanfang? Da müssen wir hin. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Ich hoffe, da kommen wir hoch genug. Da haben wir auf jeden Fall eine Truhe. Nein, wieso? Ich will nicht hoch. Runter. Ich will nicht hoch. Was ist denn? Ich will hoch. So. Roter Jaspis. Da kommen wir aber nicht hoch. Hier kommen wir aber hoch. Und ja, Mist. Kommen wir auch nicht hoch. Ja, nun heul mal nicht so rum. Du bist Assassine. Nein, 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 nein. Ah, Mist, wieso... Ah. Dann machen wir das auf die altmethodische. Mit Seil und Haken werden wir uns jetzt hier hoch katapultieren lassen. Kannst du nicht mal mehr hochziehen, oder was? So genau soll es sein. Wo ist denn hier? Da sind ein paar Diebe. Und ach, da oben bei... wie hieß der Gute noch? Der im... Bartolomeo. Das müsste doch bei Bartolomeo sein, oder? Und Penthesilea hieß seine Frau. Ja. Wer ist da? Ich grüße euch auch. Ezio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, diesem Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Sie scheinen näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Ich finde das schön, wie er alles untertreibt. Die drei Tore in der Kaserne herablassen, um zu verhindern, dass die französischen Truppen die Kaserne erobern. Keinen Schaden nehmen? Ja, das kann ich nicht versprechen. Oh. Nein! So, jetzt nochmal. Ah, Mist. Ja, das war ja wieder... Mist, was ist denn hier heute los? Ich kann nicht mal mehr kämpfen. Ja, ja, ich bin ja schon dabei, die Tore, aber jedes Mal... So, jetzt holen wir uns das zweite Tor. So, dann gedrückt halten, runter damit. Ja, ich bin noch dabei.
Kommen da noch welche? Nee. Der Baron de Valois gibt vom Feld aus Signale. Bonjour, General Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Warum kommt ihr nicht näher und fragt das? Ihr solltet Französisch lernen. Es könnte eure barbarische Natur verbergen. Dann bringt es mir doch bei. Und ich könnte euch das Kämpfen lehren, von dem ihr so wenig versteht. So untereinander das Palaver auch sein mag, ich verlange eine bedingungslose Kapitulation vor Sonnenaufgang. Ha! Meine liebe Bianca flüstert sie euch ins Ohr. Ich glaube, eine andere Braut würde widersprechen. Mio marito vi ammazzerà tutti. Ich töte dich, vor tutto francese! Ganz ruhig, um eures Weibes willen. Ihr kennt die Bedingungen. Kommt beim Tagesanbruch unbewaffnet ins Lager. Und übt ganz schön Französisch. Bald wird es in ganz Italien gesprochen. Na warte, pezzo di merda, figlio di puttana! So, wir folgen Bartolomeo. Hey. Ja, Entfernung zum Ziel. Ich muss erstmal rauf auf den Gaul. Vor allem vor Sonnenaufgang. Ist ja noch ein bisschen hin. Ach nee, hier in dem Spiel läuft die Zeit ja etwas anders. Das heißt, müssen wir uns jetzt hier wahrscheinlich überall durchkämpfen. Ah nee, doch nicht. Ach, die beobachten uns auch gar nicht. Ach nee, das könnte ja sein, dass wir mit der Kapitulation kommen. Du stiehlst deines Mannes Weib und versteckst dich in deiner Festung? Du hast nichts zwischen deinen Beinen. Nichts, nur ein tiefes Loch. So tief bis hinab ins Maledetto Inferno. Ja. Was hilft es ihr, wenn ihr sterbt? Genau. Wir formieren uns und greifen das Tor an, wie damals im Arsenale. Am Eingang sind mehr Franzosen als in den Straßen von Paris. Dann klettern wir über die Mauern. Die sind unüberwindbar. Penthesilea wüsste, was zu tun ist. Vielleicht ist das das Ende. Ich gehe im Morgengrauen und hoffe, dieser Feigling wird ihr Leben verschonen. Perché non ci ho pensato prima? Sag dich doch. Ruft eure Männer zur Kaserne. Ich erkläre es dort. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Folgt mir! So, so, der gute Ezio hat also einen Plan. Die Castra Pretoria. Was steht denn da? Ach, eine ganze Reihe von Koordinaten. Das Castra war die antike Kaserne der Prätorianergarde im kaiserlichen Rom nach seinem Sieg über Maxenius. Im Jahr 312 ließ Konstantin die Kaserne zerstören, obwohl die Prätorianergarde seit Jahrhunderten die Leibgarde des Kaisers stellte und die Soldaten einfach nur ihre Pflicht erfüllt hatten, indem sie Maxentius verteidigten. Konnte Konstantin ihnen nicht vergeben. Die Garde wurde für immer aufgelöst. So viel zu einem schlechten Tag auf der Arbeit. So, unüberwindbar? Muss mich verarschen? So, wir werden jetzt aber erstmal wieder zurück laufen, um... Warum eigentlich? Warum sind wir denn nicht mitgegangen gleich? Wie viel Geld hast du, wandelnde Leiche? So, jetzt ist aber Schluss. So, jetzt werde ich ja noch von denen aufgehalten. Warum bin ich denn jetzt hier nicht mitgekommen? So, jetzt müssen wir erstmal hier Bescheid sagen, dass wir einen Plan haben. Ich weiß zwar nicht welchen Plan, aber Plan haben wir auf jeden Fall. Wo geht's denn hier rein? Da geht's rein.